ausgeschlachtet. Dann habe ich mich hingesetzt und habe dann irgendwie ein Gedicht geschrieben, das ich jetzt hoffentlich nicht vergessen habe. Ja, genau, und zwar in Reimform. Und das mache ich normalerweise nie. Ja? Also, und das geht so. Die schwarzen Pferde und ihre Reiter haben heute Nacht einen Halt gemacht. Zuerst haben sie getrunken, denn die Pferde waren erschöpft. Dann hat der eine der vier Reiter die Nachbarin geköpft. Ich konnte nichts machen, denn vier apokalyptische Reiter sind schlimmer als fünf Eimer Eiter. Einer tat mir weh, es war der vierte. Und er sagte noch, du entkommst mir nicht einmal als Reh. Solltest du denken, du könntest mich blenden, elendig wirst du enden, zog mich auf den Tisch. Gibst du den Pferden zu trinken, machst Mätzchen, versuchst zu stinken. Nun, was soll ich machen, sagte er um vier. Ich bin tödlich und nun bei dir. Er setzte einen Stich, ziemlich widerlich. Und so ließ er mich, dieser apokalyptische Reiter, im Stich. Gelassen lag ich da, im Blut, das einmal meines war. Die anderen schliefen noch, und doch, bis einer alles roch. Und da riefen sie von Sinnen, galoppieren wir von hinnen. Okay.